Wie war das jetzt mit den Kontrollen im Handel? Kommen die jetzt im Jänner fix oder wenn die Zahlen wieder steigen? Die kommen fix. Die kommen fix? Die kommen fix, das habe ich dem Handel bereits gesagt. Offen ist noch 3. oder 10. Jänner, dass jedenfalls zumindest an den Kassen der grüne Pass kontrolliert werden muss. Und wer keinen grünen Pass vorweisen kann, der kann auch nichts kaufen. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen bei CryptoTV. Ja, die, was mich noch nicht kennen, möchte ich mir erst mal vorstellen. Ich bin der Roman Michael Reuter. Ja, wie ihr es gerade gesehen habt, anhand des Aufklebers an den Auto da drauf, es gibt ein paar Schmerzperverse bei uns in Salzburg. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Gegenstand dieser Videoaufnahme ist ein anderer, und zwar konnte ich jetzt ein bisschen mehr als wie eine Woche auf YouTube nichts hochladen, und das ist jetzt wieder mein erster Film. Habe gegen medizinische Fehlinformationen verstoßen. Ach, vermaledeit nur einmal. Ich werde es wohl nie lernen. Aber wie sollte ich auch? Außer dass man über Fehlinformationen verstößt, mit dem Hinweis wird man ja mit weiteren Informationen bei YouTube nicht konfrontiert. Selbst wenn man Einspruch erhebt und da angibt, genaueres darüber wissen zu wollen, was genau eine Fehlinformation im medizinischen Bereich war, kriegt man dann auch dennoch nicht erläutert. Somit wird es wahrscheinlich auch noch öfters passieren auf YouTube, dass ich gegen medizinische Fehlinformationen verstoßen werde und deswegen Videos gelöscht werden. Tja, wenn ihr halt nur wisst, was medizinische Fehlinformationen sind. Bis jetzt recherchiere ich ganz gut. Aber egal. Es geht um das Video von der Teststraße in der Hellbrunner Straße, die wir gemacht haben. Also bis genau gesagt der Elvis und ich. Und dieses Video, weil es ja YouTube nicht haben will, habe ich dementsprechend der Videoplattform Rumble vermacht. Ja, die zeige ich jetzt einmal ganz kurz, bis es auf den Rumble-Kanal kommt. Für die Neuen geht's einfach dazu, direkt auf den Kanal von YouTube bei mir. Da seht ihr jetzt da eben die Reiter von Videos, Livestreams und so weiter und so fort. Das interessiert uns jetzt aber nicht. Da rechts oberhalb am Banner, da seht ihr da so ein kleines Symbol, und das ist der Rumble-Symbol. Da könnt ihr draufklicken und zack, zarab, seid ihr auf meinen Rumble-Kanal. Das ist mein Ausweichkanal, wenn YouTube wieder die Tage hat. Ja. Hier und da lade ich auch zusätzliches Material drauf, wo ich im Vorhinein reinschaue, weiß, dass das YouTube nicht angenehm sein wird. Zumindest wissen jetzt noch mehr Leute Bescheid, dass es 2 CryptoTV-Kanäle gibt, wo Videos hochgeladen werden. Ja, und somit wünsche ich euch, falls ihr das Video noch nicht kennt, viel Spaß. Und auch die nachfolgenden Videos, die jetzt wieder auf YouTube hochgeladen werden dürfen, schauen wir mal, wie lang ich das wieder darf. Werden jetzt der Wochen auch nachfolgen. Da gibt es die Beinen. Wird jetzt dann die letzte Sonntagsdemonstration kommen. Ja, der Elvis, der hat ein kleines Festel veranstaltet. Das wird auch noch hochgeladen demnächst. Und ein paar andere Sachen. Und somit danke für die Aufmerksamkeit. Bis bald. Denn ich hab's jetzt eilig. Ich schaue ins Oval. Der Roland Thüringer gibt einiges zum Besten, und da habe ich eine Karte, und ja, somit werde ich mir jetzt den Roland Thüringer geben. Was ist jetzt da? Weiß ich nicht. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg dabei. Pfiat euch und Baba.